Ja, und damit grüßt man die Zwerge, Gnome, Hobbits und Elben zu einem neuen Part. Mario Party Islands Tour, ihr seht's ja selbst. Zwergenfürst. Heute machen wir mal ein bisschen was aus der Reihe. Die Partybretter haben wir alle schon durchgezockt. Item Imperium haben wir schon. Riesenkugel Willis Revier haben wir gespielt. Sternsafari haben wir gespielt. Raketen Rally. Kamex Budenzauber und Bowsers verrückter Feuerberg haben wir alles gespielt. Es gäbe noch ja, außer alles außer Bowser. Haken daran ist, das kann man. Steht's hier? Es steht auf dem unteren Bildschirm, das ist gut. Das ist mal praktisch. Da steht auf dem unteren Bildschirm, dieses Spiel kann nur mit 3 bis 4 Personen gespielt werden. Es kann nicht mit Com-Charakteren gespielt werden. No. Erklärt wohl wahrscheinlich das, weshalb ich das nicht spielen werde. Zumindest vorerst nicht. Und warum ich das jetzt erstmal auslassen werde. So. Nun würde ich mal sagen, heute machen wir ein bisschen Minispiele. Wir machen einfach freie Wahl und ein bisschen Spaß an dieser lockeren Runde. Natürlich wie immer als Buhu. Die Luigi, Daisy und Yoshi. Ich kann einfach einige Spiele deshalb nicht spielen, weil ich dafür das Display neigen muss und sowas. Das habt ihr ja im letzten Part in Bowsers verrückter irgendwas noch gesehen. Guckt selbst nach, wie das hieß. Die kann ich dann halt einfach nicht spielen, aber das betrifft, glaube ich, 1 bis 2 Spiele. Also starten wir mit dem ersten Minispiel. Kubus Kletterei, das hatten wir schon mal, das haben wir schon mal gespielt in einem der ersten Parts. Auch hier einiges wiederholen an Minispielen, die ihr schon gespielt habt, also die ihr schon gesehen habt, vielleicht auch selbst gespielt habt, sofern ihr das Spiel besitzt. So. Aufgabe ist es halt jetzt hier den Doppelsprung zu machen auf die Felder hier und halt hier auch in der Mitte landen zu können, wenn das halt hier so ein Viererfeld hast. Jetzt wurde ich platt gematscht. Hopp! Hopp! Dass man halt hier in der Mitte, ja genau so, habe ich kurz demonstriert. Und dann halt alles hat, alles blau gefärbt hat. Oh, jetzt habe ich nur 3 gehabt. Tja, aber ich habe trotzdem gewonnen. Ich spiele weiterhin gegen normal. Das ist mir, glaube ich, ganz recht. Ich glaube, das ist fair. Also ich bin auch vom Typ her normal. Joa. Wählen wir doch das nächste Minispiel aus. Das ist hier Abseilrennen. Die Steuerung ist ganz einfach mit A drüber springen. War, glaube ich, sogar im ersten Part schon da. Dieses Minispiel. Ist jetzt nicht allzu schwer. Oh, ich bemerke gerade, ich glaube, dieses Ding sollte ich, glaube ich, wirklich mit schwer spielen. Wirklich eine massive Unterforderung. Weil die sind da wirklich noch oben. Die normalen Comps. Na, haben sie es auch jetzt. So, dann kann ich hier die Einstellungen ändern. Dann kann ich hier die Com-Spielstärke. Boah, es gibt ja stark, extrem und meisterlich sogar. Okay, wir stellen es erstmal auf stark. Meisterlich können wir dann später auch noch machen, aber ich hoffe, das wird für euch jetzt nicht zu langweilig. Ich kann ja mal ein bisschen off-topic erzählen, also ein bisschen Real Talk machen.
Also bestimmt ulkig ausgesprochen. Weil das ist jetzt hier alles nicht so actiongeladen wie zuvor in den Spielbrettern. Naja, dieses Let's Play, diese Let's Play-Reihe ist sowieso nicht allzu actiongeladen. Oha, und schon bin ich tot. So, off-topic. Wer zum Beispiel off-topic wäre halt hier einfach mal Resident Evil, würde super passen. Ich lade ja auch parallel Resident Evil Revelations hoch. Das ist eine Vorproduktion, das habe ich schon Anfang bis Mitte. Och nö, schon runtergefallen. Ich wollte jetzt hier gewinnen, aber gut. Habe ich Anfang bis Mitte April hochgeladen. Kommt jetzt aktuell noch online und ja. Wir spielen am Rande des Möglichen. Ja, da war sogar ein ganzer Part, den ich glaube ich danach benannt habe. Am Rande des Wirklichen. Da habe ich ganz viele Sprichwörter gekloppt. Hierfür benötige ich nur das Schiebepad. Tobt auf Herz. So. Und Resident Evil Revelations hat mir wirklich am Herz gelegen, dieses Projekt. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich verrate noch nicht zu viel, weil wir sind, glaube ich, erst beim. Oh, ein bisschen Vorspiel vor. So, so geht's. Alle gleich auf. Entweder fallen alle runter oder. Komm, 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 komm. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, der Modus. Was heißt Modus? Das Spiel. Ich sage nur Modus, weil es gibt ja auch noch einen anderen Modus in Resident Evil, den ich nicht spielen werde als Let's Play. Jetzt bin ich bestimmt vor der Klippe. Und dann, ja. Nein! Ich hab's gesagt. Boah, ihr habt auch Spaß dabei bei Resident Evil. Hm, fand ich mal eine Abwechslung zu den Mario und Pokémon Sachen, die ich immer auf meinem Kanal hochlade. Ja. Unbedingt anzugucken. Ein Spiel mit dem Touchpen. Ja gut. Hier seht ihr nur den oberen Bildschirm. Aber das ist auch, glaube ich, das, was wesentlich ist. Man hat unten solche Tetris-Blöcke. Du musst dann mal hier dort auf die Dinger so drauflegen. Und wird, glaube ich, auch eingeloggt so drum. Ja, da seht ihr mein blaues und das rote. Und das gelbe. So. Ich verstehe das Ganze gar nicht, aber ich denke mal gar nicht drüber nach. Ach so, die ganzen Zahlen einsammeln. Möglichst viele Zahlen abhaken. Ja, macht Sinn. Letzte Runde. Wir müssen noch Luigi ein bisschen übertreffen. Hm. Wo packe ich das hin? Ich würde mal sagen, hier. So passt's. Und zack. Für den Mario-Spieler aber jetzt auch nicht gerade schlimm. Also, finde ich ganz spannend. Ich habe einen neuen Schatz quasi gefunden mit Resident Evil. Ja, ich bin quasi ein Fan von, das ist jetzt der untere Bildschirm, von Resident Evil geworden, kann ich so sagen. Und durch Resident Evil Revelations hat mir sehr großen Spaß bereitet. Erster! Wuhu! Ja, hab halt ein neues Genre für mich entdeckt. Leider gibt's auch nur dieses eine Resident Evil für den 3DS, also war es das leider erstmal vorerst mit Resident Evil auf 200 First LP. Tut mir so leid, aber ist so. Da waren jetzt zwei Minispiele dazwischen, wofür man das DS neigen muss. Nein! Ich sagte doch, ich bin nicht bereit. Oh wei. Das erinnert jetzt ein bisschen an 3D-Land. Im Stil her. Würde ich sagen. Ende! Das hatten wir im vorletzten Part. Also, nicht im letzten, sondern im vorletzten. Ja, ist klar, was ich meine. Was war das denn nochmal? Irgendwas mit Kamek war das. Ganz genau.
Gumba Polonaise, die fand ich super. Denn hier geht's los, unsere Polonaise. Start! Das ist lang, gar nicht mehr so lange her, dass ich das gespielt habe. Ja, Pokémon kommt natürlich weiterhin, das ist auf meinem Kanal. Ich bin fast schon ein Poketuber. Das ist auf meinem Kanal fast Standard. Pokémon, alle Pokémon-Editionen werde ich nacheinander hier bringen. Naja, nicht alle, aber fast alle. Oha. Omega Rubin habe ich mir jetzt extra dafür gekauft, dass ich das demnächst in ferner Zukunft mal als Let's Play machen kann. Pokémon Diamant habe ich, Pokémon Platin habe ich, Pokémon Hartgold habe ich, Pokémon Weiß habe ich, Pokémon Weiß 2 habe ich nicht. Ich werde mir nicht Pokémon Weiß 2 erstmal zulegen, weil ich finde, wenn ich Pokémon Weiß habe, brauche ich Pokémon Weiß 2 nicht, obwohl Weiß 2 von der Sache her irgendwie ein bisschen was anderes ist als Weiß, aber ja, ich habe schon mit Platin irgendwie einen kleinen, irgendwie auch was anderes als Pokémon Diamant, aber es ist halt fast das gleiche und na, muss man nicht haben unbedingt. Y und jetzt Pokémon Omega Rubin und dann natürlich auch Pokémon Sonne. Habe ich ja Pokémon Y, Pokémon Sonne und jetzt Pokémon Weiß habe ich ja jetzt als Let's Play Reihe schon gespielt. Nö, ich glaube nicht. Will ich noch reinkriege. Vielleicht mache ich auch noch so einen Modus. Damit es ein bisschen spannender wird. Ich wollte halt einfach mal ein paar spannende Minispiele zwischendurch mal zeigen. Damit die auch mal zugute kommen. Damit das auch mal. Weil die Minispiele sind quasi meiner Meinung nach. Mensch, Joschinski. Mensch. Jetzt mache ich das bei dir, jetzt hüpfe ich auf dir rum. Und er hat gewonnen, weil ich so scheiße auf die Brunnen gehüpft bin. Zweiter Platz ist auch gut. Einfach, die Minispiele sind hier aus meiner Sicht zumindest das Beste an dem Spiel. Die Bretter sind auch schön, aber ein bisschen lasch, würde ich sagen. Die Minispiele machen halt den meisten Spaß, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Und was denn das hier? Imposante Imitation, das kann man aber nicht spielen. Mehrspielerparty, ach, immer diesen Mehrspielermodus. Das nervt ja auch. Machen wir da noch das, das sieht lustig aus. Kmaton. Ja, heute mal ein bisschen off. Topic Talk, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Schadet meiner Meinung nach auch mal nicht, das mal zu machen. Ist ein bisschen entspannterer Part, nachdem es im nächsten Part mit etwas sehr, sehr Spannendem und etwas Außergewöhnlichem weitergeht. Und da muss auch mal so ein Part dazwischen kommen. Finde ich ganz in Ordnung. Wenn nicht, könnt ihr ihn ja einfach überspringen. Ist ja auf YouTube. An dieser Stelle angekommen seid, habt ihr sowieso schon den Parts durchgeguckt. Was laber ich hier? Wenn ihr mir jetzt zuhört, dann seid ihr geile Leute. Habt ihr euch gerade wahrscheinlich einen Überlänge-Part reingezogen. Für euch also, wenn ihr jetzt noch dran seid, in diesem Part, in dieser Let's Play-Reihe, Respekt an euch. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor euch. Ich bin ein allerletztes und dann verabschiede ich mich für diesen Part. Und hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Ach, das fand ich ganz herrlich, das kenne ich schon. Dann machen wir mal das. Howdy ho, wir sind im Wilden Westen. Ihr seht mich da unten gar nicht. Mal so geht's. Ich kreise auf dem unteren Bildschirm, kreise um meinen Avatar. Und oben seht ihr das, was ich erreicht habe. Und warte, ich warte noch ein bisschen und zack, das sieht dann immer episch aus. Och nö, der Gelbe war vor mir. So ein Fiesling. Och nö, ich habe noch 0 Punkte.
Wie geht denn das? Hey! Meine! Und solche Cheater. Zack, jetzt habe ich 19. Sag nicht, ich gewinne. Nee, der Gelbe ist ein Fieser. Hey, die 10 noch. Das war noch knapp. So. Schreibt Luftblase in die Kommentare, wenn ihr jetzt noch dran seid. Und kriegt da von mir auf jeden Fall eine fettfürstliche Umarmung. Eine virtuelle fürstliche Umarmung. Und durch diesen Bildschirm kann ich jetzt nicht durchgreifen. Wäre schön. Könnte ich den einen oder anderen Hatern mal eine reinhauen? Nee, Spaß. Natürlich. Oder dich umarmen dafür, dass du jetzt noch mit dabei bist. So, dann hoffe ich, es war nicht zu langweilig, dieser Part hier in den Spielen. Oh, das sieht episch aus, das könnten wir eigentlich noch machen, aber nee, ich lasse euch jetzt mal in Frieden. Habt den Part wahrscheinlich sowieso schon überzogen und viel zu lang hinausgestreckt. Wirklich Respekt an alle, die diesen Part angucken und seine gucken. Und gerade bei mir nicht selbstverständlich, also macht die Verabschiedung kurz. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen haben sollte. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten spannenden Part nicht verpassen wollt. Jetzt werdet ihr gleich noch ein spannendes weiteres Video hier eingeblendet finden in der Endcard. Das könnt ihr gerne auch euch angucken und noch mehr Spaß haben hier mit weiteren Videos. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme, fröhliche Zeit. Gehabt euch wohl. Und ja, haut rein.